Hallo und willkommen zum nächsten Video der Godox Blitzreihe. Und zwar geht es heute um den ganz kleinen Godox TT350. Warum das mein liebster Blitz geworden ist, nach dem Intro. Viel Spaß! Der TT350, den gibt es in verschiedensten Versionen für Canon, Nikon, Sony, Olympus bzw. Panasonic und auch für Fujifilm. Der kleine Blitz unterstützt TTL und HSS und das in einem wirklich super kleinen, kompakten Gehäuse. Ich zeige euch mal einen normalen Aufsteckblitz. Daneben, das ist der TT600 von Godox, diesmal in der Sony-Variante. Ja, ihr seht das Teil. Ist wirklich deutlich kleiner. Natürlich gibt es dazu die obligatorische Tasche und einen kleinen Ständer, um ihn irgendwo hinzustellen. Aber meistens hat man das Teil auf der Kamera, weil wirklich er ist sehr schön klein und kompakt. Der Blitz nutzt 2 AA-Batterien zur Stromversorgung und hat eine Leitzahl von 36. Ja, das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, aber es reicht aus für die meisten Bedingungen, die man so hat. Mir reicht es in der Regel, vor allem weil ich persönlich das Micro Four Thirds System benutze und das ist mit einer Basis-ISO von 200 und man muss auch nicht ganz so stark abblenden wie zum Beispiel bei einem Kleinbildsensor und somit hat der Blitz eigentlich in der Regel genug Power. Das kleine Teil kann auch als masterfähig sein und die 2,4 GHz Blitze aus dem Godox System auslösen, also im Grunde alle aktuellen Blitze ja vom kleinen, gerade vom TT350 angefangen bis zum großen Porti, der AD600 kann das kleine Ding alle auslösen und steuern in verschiedenen Gruppen natürlich auch. Bei voller Power hat das Teil eine Wiederaufladezeit von 2,2 Sekunden. In der Praxis habe ich festgestellt, dass es eher ein bisschen länger ist, also ich würde es eher so auf 2,5 bis fast 3 Sekunden teilweise einschätzen. Es kann allerdings auch an meinen Batterien liegen. Ich nutze die Sanyo Eleloop, die allerdings in der Regel normalerweise sehr gute Ergebnisse liefern und somit vermute ich mal, dass es daran nicht liegt. Die Akkus waren natürlich auch voll aufgeladen für meinen Test und somit ist die Wiederaufladezeit wahrscheinlich einfach ein Ticken länger als angegeben. Aber ich nutze den Blitz in der Regel sowieso nicht bei voller Power und somit stört mich das weniger. Der Blitz hat auch einen 24 bis 105 mm verstellbaren Reflektor. Das kann man automatisch einstellen, dass es von der Kamera übertragen wird oder natürlich auch manuell. Die Abbrennzeit vom Blitz ist bei voller Power 1/350 Sekunde und geht bis zu 1/22.000 Sekunde runter, wenn man auf 128. Power den Blitz einstellt. Der Blitz ist wie gesagt auch regelbar in Drittelblenden natürlich von 128. bis volle Power. Dann gehe ich mit dir noch kurz durch die Menüs durch und zeige dir, was der kleine Blitz so drauf hat und was man noch alles an Sonderfunktionen einstellen kann. Ja, eine kurze Führung durch die Einstellungen, die man so am TT350 einstellen kann. Beim Anmachen ist erstmal im TTL-Modus, da könnte man jetzt auf die Kamera drauf machen. Ihr seht, der hat auch die Pins, die dafür notwendig sind. Das ist in dem Fall die O-Variante, das ist Olympus, was allerdings dann auch für Panasonic funktioniert, weil das sind Blitze fürs Micro Four Thirds System. Ja, auf dem Mode-Knopf kann man dann umschalten, eben von TTL zu manuell. Und zum Multiblitz, den man dann über Set hier einstellen kann. Wenn man TTL die Blitzleistung anpassen will, dann auf den Set-Knopf drücken und kann dann hier bis zu 3 Blendenstufen in beide Richtungen die TTL-Stärke steuern. Wenn man auf den Zoom-Knopf drückt, kann man natürlich von automatischem Zoom dann auf manuellen umschalten und zwischen 24 bis 105 einstellen. Da kann man auch noch kurzen Ausflug machen ins Custom Function Menü.
Da gibt es nur zwei Funktionen. Das ist einmal Standby, sodass er nach einer gewissen Zeit in den Standby-Modus geht. Und eben Backlight. Und zwar das Backlight seht ihr hier vom Display. Das ist so ein leicht rot beleuchtetes Display. Und da kann man einstellen, 10 Sekunden aus oder dauerhaft an. Ich habe es auf 10 Sekunden gestellt. So, dass wenn man einen Knopf drückt, bleibt es in 10 Sekunden an und danach geht es wieder automatisch aus. So, Sync kann man auch einstellen. Dann kommt dieses kleine Highspeed-Zeichen. Und dann kann man an der Kamera auch die Einstellung vornehmen, dass man über 1/250 Sekunde belichten kann, also kürzer als 1/250. Aber wie auch schon gesagt, da hat man dann signifikant weniger Leistung. Wenn man länger auf den Sync-Knopf drückt, kann man dann einstellen, wenn dieses Teil hier blinkt, kann man ihn hier entweder in den Master-Modus versetzen oder auch in den Slave-Modus. Im Master-Modus kann er, wie gesagt, die ganzen Godox-Blitze auslösen und dann kann man auch hier das Ganze in verschiedenen Gruppen steuern. Und natürlich durch langen Druck auf die Taste kann man den Kanal festlegen. So. Das ist eigentlich schon alles zu dem Blitz. Viel mehr bietet der nicht, allerdings funktioniert das wirklich sehr gut. Man braucht ja auch nicht mehr. Es ist alles da, was man haben will. Man kann ihn auch als Master, wie gesagt, verwenden. Finde ich super. Ja, ist ein kleines praktisches Teil. Sehr, sehr leicht. Benutzt nur zwei AA-Batterien. Und hier sieht man auch noch den Micro-USB-Anschluss, mit dem man dann gegebenenfalls ein Firmware-Update durchführen kann. Der TT350 hat mich eigentlich in allen Belangen überzeugt, muss ich sagen. Es ist ein sehr kompakter Blitz, er reicht mir von der Power her problemlos aus als Aufsteckblitz auf meiner Olympus-Kamera bzw. auch auf meiner Panasonic-Kamera. Funktioniert auf beiden einwandfrei, da man kann auch Updates einspielen, wenn dann von Godox mal welche kommen sollten. Im Moment gibt es gerade keins, aber warum auch, es funktioniert wirklich alles einwandfrei. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass er bei HSS doch sehr wenig Power hat. Das heißt, wenn man da wirklich mal auf ein 1/8000 Sekunde geht, dann reicht die Power mit dieser Leitzahl von 36 nicht ganz aus. Also muss man schon sehr offenblendig fotografieren oder vielleicht auch ein bisschen höheren ISO. Allerdings in der Regel, wenn man mit ein 1/8000 belichten will, dann will man ja auch gegen die Sonne zum Beispiel fotografieren. Und da reicht die Power nicht ganz aus von diesem Blitz, was allerdings nicht weiter schlimm ist. Da kann man auch einfach einen größeren Blitz nehmen. Das hatte ich auch nicht erwartet, dass der so viel Power hat. Wenn man länger belichtet, ein 2000stel zum Beispiel, dann hat er schon wieder merklich mehr Power, beziehungsweise kommt merklich mehr Licht dann durch. Ja, das ist so eigentlich die einzige Einschränkung, die der Blitz hat. Ansonsten ist er wirklich super empfehlenswert. Er ist kompakt, man kann ihn überall hin problemlos mitnehmen. Er bietet bis zu 200 Blitze mit voller Power mit einer Batterieladung. Ja, kostet um die 80 Euro. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man in dem Godox Blitzsystem arbeiten will, dass man sich den zulegt, weil einen kompakteren Blitz mit der Power findet man sicherlich nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es dir hat wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall in die Kommentare, wenn du irgendwelche Meinungen zu dem Video hast oder Fragen dazu und natürlich auch Anregungen. Ansonsten mach's gut und viel Spaß.